Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Degustabox Cole. Die ist nämlich heute bei mir eingetroffen und muss ganz, ganz schnell ausgepackt werden. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degustabox ist ja eine generelle Abo-Box in monatlichen Abständen. Oh Gott, Claudia. Genau, die kostet normalerweise 15,99 €. Mit meinem Code, den ich euch einblende, könnt ihr 6 Euro sparen, sodass die erste Box 9,99 € kostet. Die haben aber auch zweimal im Jahr so eine Sonderedition. Das ist die Degustabox Cold. Das heißt, die kommt auch gekühlt bei einem zu Hause an. Und da sind auch also Kühl-Lebensmittel drin. Ich habe sie jetzt auch in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um sie hier vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Degustaboxen-Team an dieser Stelle. Ich werde in diesem Video einfach mal ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket verlosen, weil eine Degustabox kann ich jetzt schlecht verlosen, ne? Genau. Die müssen auch gleich alle in den Kühlschrank, die Produkte, aber vielleicht kann ich das ein oder andere jetzt auch schon mit euch zusammen schnabulieren. Die kosten, habe ich das gesagt, weiß ich nicht, 17,99 €. Die war jetzt auch ein bisschen reduziert gewesen in den letzten Tagen auf 14,99 € und ist eigentlich auch immer relativ schnell ausverkauft. Ne? Das ist dann so ein Schnapperangebot gewesen und ja, ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Und ich habe eben nämlich, als ich den Karton geöffnet habe, direkt so einen Flyer hier drin gesehen und ich hoffe, dass das hier drin ist. Oh mein Gott, das wäre so richtig... Zurück zum Kinderdasein, ne? Hier sind nämlich immer so ein paar Flyer mit dabei und genau, da haben wir vielleicht sogar hier auch Blätterteig mit dabei. Hoffentlich haben wir Kinderpinguin hier mit drin. Wie unfassbar süß ist dieser Flyer, bitte. Einen Code habe ich übrigens auch. Habe ich den schon eingeblendet? Weiß ich nicht. Habe ich, ne? Ja. Oh, ich bin so aufgeregt und so hungrig. Es ist nämlich gerade 20.52 Uhr und ich drehe gerade schon das dritte Video. Eben habe ich ein Fullface Catrice gedreht, dann habe ich ein DM Haul gedreht und jetzt habe ich hier das Code Unboxing endlich. Ich war nämlich heute viel bei Ärzten unterwegs, war bei meinem Opa im Krankenhaus, der jetzt, wenn ihr das Video seht, in der Reha schon ist. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die an uns gedacht haben, die Daumen gedrückt haben und so weiter, denn es ist tatsächlich ein kleines Wunder passiert und er ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Das ist sehr cool. Dann habe ich hier noch einen Flyer von der Gläserne Molkerei mit dabei, sehr interessant. Und halt den Flyer, da haben wir auch Rezeptideen mit dabei für einen Kürbis-Gnocchi oder Gnocchi-Auflauf. Sehr cool. Das finde ich auch cool. Oder eine schwedische Lachspizza, die kenne ich tatsächlich. Die habe ich auch schon öfters mal gemacht. Und halt die ganzen Produkte sind hier aufgeführt. Und genau, in der Box haben wir nämlich so eine extra Kühltasche drin. Die mache ich jetzt mal auf und da sehe ich auch schon die ersten Produkte. Oh mein Gott, das wird mein Freund gleich essen wollen. Wobei, nee, das ist laktosefrei. Das ist mehr sowas für mich, weil ich bin eher immer so diese alternative Lady. Believe Tiramisu ist hier nämlich drin. Oh, so ein geiler Nachtisch, ne? Oh, mein Freund gefällt nämlich so Mandelmilch und so ein Kram nicht so wirklich gerne. Ich glaube, das gönne ich mir gleich. 100% pflanzlich, ja. Denn ich trinke auch immer Pflanzenmilch und so. Das finde ich schon mal richtig geil. Nesemi, da freue ich mich an Tiramisu. Oh. Ich habe jetzt hier keinen Löffel, sonst würde ich das hart essen, das sage ich euch, ne? Geil. Dann habe ich hier was drin. Rougette, mein Ofenkäse, Smoky Onion. Geil, da habe ich auch Bock drauf. 180 Gramm sind hier drin enthalten. Und dann ist da halt so ein Ofenkäse und dann könnte man da sowas reindippen. Hatten wir auch schon mal in der Coldbox in einer ähnlichen Variante mit drin. Und da haben wir auch dann Baguette dazu gemacht und das hat uns sehr gut geschmeckt. Gerade diese, genau, diese Ecken, die man dann auch so umknickt, ne? Die sind so schön knusprig und oh, lecker. Und dann die Smoky Onion ist natürlich auch eine geile Geschichte. Muss man wahrscheinlich ein bisschen von pupsen. Also, ne, ist Homeoffice da ganz gut, dass man sowas hat. ja, finde ich geil. Finde ich richtig lecker. Oh, muss gleich ganz schnell in den Kühlschrank hier alles. Dann habe ich hier von Leerdammer Auflaufgenuss herzhaft intensiv. Oh, ja, sowas kann man immer gut gebrauchen, ne? Also für einen Auflauf Käse dazu haben. Ist auch noch bis 20.03. haltbar, also easy peasy Sonnenschein. Klasse. Ich freue mich, aber ich möchte hier irgendwas jetzt haben, was ich essen kann. Hertha, Finesse, mageres Hähnchenfleisch mit Tomate und Basilikum. Das ist so ein Aufschnitt quasi, 29% Gemüse. Sowas mag ich auch ganz gerne. Also ich mag ja auch so Abendbrot vor allem und dann habe ich das süß und herzhaft. Das heißt, ich habe sowohl meinen Marmeladentoast oder meinen Nutella-Toast als auch dann irgendwas Herzhaftes, Antipasti oder halt einen Toast mit so einer geilen
Wurst, wo dann halt auch irgendwelche geilen Sachen noch mit bei sind, ne? Das finde ich klasse. Gerade so Hunger. Vega Lecker von Rücker habe ich hier was drin. Pfannen- und Grillgut. Das sind Kräuter für Pfanne und Grill. Hoher Proteingehalt, High Protein aus Hanf. Okay, das muss auf jeden Fall mal ausgetestet werden. Ja gut, einen Grill haben wir jetzt aktuell nicht unbedingt an, aber in der Pfanne kann man das machen. Vielleicht morgen Mittag einfach mal, ne? Machst du 2 Minuten und dann bist du fertig mit der Geschichte. Ich glaube, weil das ist eher was für mich als für meinen Freund, ne? Das werde ich mir dann essen morgen Mittag. Cool. Ja, was kriegt er? Weiß ich noch nicht. Dann auf der Nordsee, das kriegt er. Oh, zarte Heringsfilets mariniert mit Dill mit milder Rauchnote. Oh, sowas ist auch abnormal geil. Dass die hier einfach mal einen Fisch reinpacken. Auch das bis zum 2.3. haltbar, also easy peasy, ne? Finde ich geil. Ich habe damals immer mit meinem Opa zusammen, dann, wenn er so an der See war, ne, meine Großeltern haben dann an der See Urlaub gemacht und dann hat Opa immer so einen kompletten Räucheraal mitgebracht. Das ist speziell, ne? Und auch Räucherlachs hat er auch mitgebracht. Aber den Aal haben Opa und ich uns immer zusammen, wenn die wiedergekommen sind vom Urlaub, bei denen in der Küche reingezogen. Oh, das war so geil, so fettig und so lecker. Ja, Kindheitserinnerung, ne? Und ja, vielleicht mache ich Opa damit eine Freude und schmuggel das irgendwie in seine Reha mit rein und dann gönnen wir uns das. Oder ich lasse es meinem Freund. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Geil. Oh. Kindheitserinnerungen kommen hoch. Okay, hier haben wir den Blätterteig dann auch mit drin. Sowas kann man auch gut machen. Ich war damals auf einigen Tupper-Partys und ja, weil eine Freundin von uns hat das halt hier getuppert, ne? Und dann hat man das öfter einfach gemacht in der Clique. Und da gab es von Tupper halt sowas. Da machst du Blätterteig drüber, dann machst du in jedes dieser Löcher, die dadurch entstehen, ein Toffifee überall rein. Dann klappst du das zu, rollst damit irgendwas drüber und dann hast du da so wie so Ravioli oder wie heißen die Dinger, weiß ich nicht, aber dann halt gefüllt mit so geilen Toffifees und so, ne? Toffifees habe ich zu Hause, ich habe das Rolfi zu Hause und ich habe das hier zu Hause. Ich glaube, das gönne ich uns mal am Wochenende und überrasche meinen Freund. Ich glaube, der findet das hart geil. Man kann sowas auch, ja, ne, ganz normal, dass du da irgendwelche Viecher hier draus bastelst oder so, aber nö, ich mache da was anderes draus. Ich mache da eine Süßspeise von. Geil. Okay, wir haben ja auch immer zwischen diese gefrorenen Dinger, ne? Das ist auch immer gut, dass dann hier alles gekühlt ist. Hier habe ich das nächste drin. Das ist gut eingepackt in Papier. Und hier haben wir dann diesen Bio-Protein-Joghurt. Das finde ich auch super. Das kann ich nämlich zusammen mit meinem, ich hatte ja den Adventskalender von My Müsli, kann man super damit essen. 28 Gramm Bio-Protein pro Becher, ja gut, ne? Ja, es ist auf jeden Fall ein Bio-Protein-Joghurt. Das finde ich sehr sympathisch. 0,2% Fett. Ja, ich mache mir da meistens, weil mir das dann nicht süß genug ist, noch eine Packung Vanillezucker drüber. Aber ja, finde ich super. Joghurt kann man immer gut gebrauchen, ne? Ja, ist schön. Und ich bin jetzt ja auch Sportlerin. Hardcore. Also. Ich habe hier gerade was angehoben und da ist was ganz Tolles jetzt drunter. Auf jeden Fall mache ich jetzt ja auch Sport und dann soll man ja auch proteinreich sich ernähren, um Muskeln aufzubauen. Pa. Ja, ich habe hier tatsächlich Kinderpinguin drin. Oh nein, aber es ist Tropical Cocoa. Ich mag Kokos. Mein Freund jetzt nicht so gerne. Das heißt, auch das ist dann eher was für mich als für ihn. Schade Schokolade. Ich komme damit klar. Mehr für mich. Ich kann mir ja gleich einen gönnen, aber erst gucken wir uns die anderen Sachen mal an. Ne? Genau, da sind auch 4 Stück drin. Genau, weil sonst mampfe ich euch hier so einen vor. Ein Eiersalat. Wie geil, von Walter Pops. Meistersalat, veganer Eifreisalat. Nein, das ist auch interessant, ne? Dann ist es mit, schmeckt wie Ei. Ist dann quasi mit veganer Mayo oder sowas auch zubereitet. Das kann man ja alles heutzutage machen, ne? Ich finde es cool, dass wir in der Degusta-Box Cold dann auch so Produkte drin haben, die so vegan sind. Und, ne, einfach so speziellere Geschichten, wo du jetzt im Laden nicht explizit zu greifen würdest. Zum einen, weil sie teurer sind als die Produkte, wo man halt regulär zugreift. Und zum anderen, weil ich nicht darauf kommen würde, ehrlich gesagt, in meinem normalen Leben
explizit vegane Produkte einzukaufen, weil wir eigentlich uns nicht vegetarisch oder vegan ernähren. Mein Freund hat aus Versehen jetzt diese Woche HelloFresh, also wir sind ja HelloFresh-Kunde, ne, bestellt, komplett vegetarisch. Ich habe mich kaputt gelacht, das hat er gar nicht gerafft, ne? Der guckt, der bestellt jetzt immer so nach Bildern und dann ist ihm das aufgefallen, als es hier ankam, so, hä, da ist gar kein Fleisch mit bei. Ja gut, die Bilder sahen auch schön aus, ne? Genau, das ist dann auch so eine schöne, herzhafte Geschichte, die ich mir dann auf mein Brot machen kann, auf meinen Toast, geilomat. So, eins habe ich hier noch, glaube ich, ne? Ja, das ist das letzte dann von Letta. Vegan auch wieder. Das ist sehr interessant. Natürlich frischer Geschmack. Das ist halt, ja, eine Margarine, die vegan ist. Aus Pflanzengeschichten dann wahrscheinlich, ne? Ich finde es cool. Ich feiere das wirklich super krass. Ich guck mal schnell, ob ich irgendwas vergessen habe. Ach, beim Nordseefisch hätte man noch irgendwie was anderes haben können. Eine andere Variante. Bei dem Vega Lecker hätte man auch was anderes haben können. Irgendwie eine blaue Variante. Bei dem Tiramisu hätte man auch alternativ eine Mousse au Chocolat haben können. Bei dem Leerdammer hätte man auch einen Pizza- und Pasta-Streuvieh haben können. Ja, aber ich bin mit meiner Auswahl hier sehr gut zufrieden. Ich gönne mir jetzt den Kinderpinguin mal und dann, ja, ne, schauen wir mal, wie das mit Kokos schmeckt. Weil ich kenne es, wie gesagt, aus meiner Kindheit in einer ganz klassischen Variante. Das ist so, man kennt halt auch diese Werbung, ne, als Handys halt auf den Markt kamen. Und dann so... Keine Ahnung, ich kann es nicht mehr so nachmachen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr ungefähr in meinem Alter seid. Ich bin 32 Jahre alt und habe hier einen Kinderpinguin. Mhm. Und da hast du nämlich in der Mitte nicht diese klassische Schokoladengeschichte, sondern Kokos mit drin. Ich mag das richtig gerne. Boah. Mhm. Okay, komm. Ich esse das gleich, wenn ich hier aufräume. Ich habe die Box hier jetzt nämlich leer, die Produkte neben mir stehen. Und ich bin wie immer begeistert. Also, wie gesagt, man zahlt 17,99 € für die Box. Lässt sich halt überraschen. Das heißt, es kann sein, dass man da eine Überraschung drin hat, die man nicht so gerne mag. Genauso wie es ja auch in der regulären Box ist, für die man 15,99 € bezahlt. Da kann auch was bei sein, was einem nicht schmeckt. Finde ich aber nicht schlimm, weil ich werde so aus meiner Komfortzone rausgelockt, auch was meine Geschmackserlebnisse angeht. Weil ansonsten kaufe ich halt immer das Gleiche im Laden. Sowohl bei Süßigkeiten als auch bei Aufschnitt und so. Und so wird man so ein bisschen, ne, einfach mal rausgekitzelt, ein bisschen was anderes. Ich finde es geil. Ich mag die Produkte auch gerne leiden und habe da gerade so Bock drauf. Wahrscheinlich auch, weil ich einen Bärenhunger habe. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und ja, vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Boxen-Team. Ihr habt mir meinen Abend und das Wochenende auf jeden Fall auch gerettet. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuestes Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!